Heute nur ein sehr leichtes Bankdrucktraining. Quasi, wenn die Brust jetzt aufgewärmt ist und das ganze System, was beim Bankdrücken mitspielt, genau dann höre ich jetzt auf. Ich bin einfach total fertig vom gestrigen Training. Boah. Mit 360 Kilo von Kniehöhe Kreuzheben, davor 260 vom Boden. Also so langsam gewöhnt sich meine Hüfte wieder dran, vom Boden zu heben. Weil ich spezielle Übungen mache für die Hüftstützmuskulatur. Also das hat jetzt wirklich erstaunlich geholfen, weil ich die letzten 4 Monate nur einfach zu, ja nicht so faul für, aber konnte mich halt irgendwie nicht so aufraffen. Aber seitdem ich das jetzt mache, funktioniert Kreuzheben vom Boden endlich wieder. Fange ich halt leicht an und habe da halt danach noch auf Kniehöhe gemacht, um die Kraft auszumaxen. Dann habe ich auch noch Kniebeuge die letzten beiden Tagen gemacht. Auf Technik, aber trotzdem relativ schwer. Ich bin eigentlich total im Arsch, aber so ein leichtes Training ging jetzt gerade noch. Und ich habe jetzt wirklich als Hauptfaktor mich darauf konzentriert, wirklich die Ellbögen, also ich habe mich maximal darauf konzentriert, die Ellbögen nicht rauszuflären. Also ab ca. 130 Kilo passiert das irgendwie automatisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es könnte irgendwie so eine Angst sein, das Gewicht nicht hochzukriegen, obwohl genau dadurch das Gewicht dann ja deutlich schwerer wird und das Verletzungsrisiko höher. Und es könnte auch daran liegen, dass mein Latt einfach extrem krüppelig ist. Das war schon immer so. Und auch wenn ich Klimmzüge mache bis zum Tod oder sonst was, das hilft nicht. Also der Latt wächst dann, aber ich kann ihn trotzdem nicht ansteuern. Also überhaupt nicht, aber seitdem ich halt die Ellbogen mehr tacke, alle 3 Bankdrücktrainings merke ich dann, wie der Latt aktiviert wird. Also das von Nervensystem her anzusteuern ist trotzdem noch schwierig. Und das könnte sein, weil der Latt ja die Schultern unterstützt und sichert sozusagen, das aber nicht vorhanden ist, nicht angesteuert werden kann, auch muskulär bei mir der Latt zu klein ist. Kann es dann sein, dass der Körper sich denkt, ja scheiße, dann sind jetzt eh nur die Schultern dran und dann kann ich auch direkt einen Flair machen, weil hier unten ist halt eh nichts, da ist eh kein Latt. Also habe ich eh nur Kraft in den Schultern und einen Flair dann lieber. Das kann halt auch eine Möglichkeit sein, bin mir aber nicht sicher. Ich denke, bei dem Satz ist auch noch zu viel Elbow Flair drin, aber ich habe mich wirklich maximal hart auf konzentriert, das nicht zu tun, und es hat sich auch in dem Moment angefühlt, als würde da nichts passieren. Dann gucke ich das Video an und trotzdem wieder raus, aber jetzt nicht so stark wie sonst. Trotzdem hat es sich diesmal halt 1000-mal besser auch angefühlt. Also ich muss sagen, das Gewicht, wie das dann plötzlich hochging, dachte ich, hä? Das wiegt ja jetzt locker 30 Kilo weniger, ohne Spaß. Das hat sich angefühlt jetzt wie, als würde ich nur, das waren jetzt 140 Kilo, als würde ich 100 oder 110 Kilo nur drücken. Das ist wirklich ein Difference von Night and Day. Also das versuche ich wirklich mehr zu fokussieren. Ich habe jetzt ganz viel auch generell an der Technik gefeilt. Das sieht man nicht, einfach weil man einfach nur so einen massigen schwarzen Blob auf der Bank sieht. Aber ich mache halt jetzt wirklich die Schulterblätter nicht nur zusammen, um was dann später hinzukam, runter, sondern ich versuche die wirklich maximal tight zu kriegen und anzuwinkeln, also zu archen, aber ich dachte halt, Arch wäre auch so, ja, im ganzen Rücken außer den unteren Rücken, aber jetzt fokussiere ich mich besonders auf den obersten Teil des obersten Rückens, also die hinteren Schultern, dass die schon angewinkelt werden und gearcht werden, dass ich halt auf den hinteren Schulterblättern liege, sodass es fast schon eine Decline Bench Press wird, um das richtig festzumachen und einzulocken und die Spannung zu halten, und das macht halt wirklich einen krassen Unterschied. Und dann auch die Brust weit und raus zu machen, damit auch wieder die Schultern entlastet werden. Also daran, und beim Leg Drive, das funktioniert auch ziemlich gut. Also ich unracke und ich drücke nicht rauf im Unracken, sondern hiefe das so ein bisschen raus. Also nicht so einfach nach oben, sondern hiefe das ein bisschen raus, das entlastet auch meine Schultern.
Und dann habe ich sofort Lag Drive 50%. Und dann gehe ich langsam runter und erhöhe graduell den Lag Drive. Und wenn ich unten angekommen bin, halt 100% Lag Drive. Und deswegen führe ich die Übung halt auch sehr langsam aus, quasi wie eine Tempo-Bench, also sehr langsam runter. Mein Gehirn und Nervensystem arbeitet dann halt die ganze Zeit und lernt dadurch die Übung bei dieser Tempo-Bench. Unten angekommen und dann halt rausschnellen, aber trotzdem den Fokus, dass die Ellbogen die Ellbögen nicht mit rausschnellen. Und dass die Hüfte höher ist als die Knie, versuche ich mich auch darauf zu konzentrieren, dann wird die Übung auch nochmal tausendmal einfacher durch. Genau, sodass der Arsch halt natürlich trotzdem noch auf der Bank liegt. Das sind jetzt so die Technikaspekte, auf die ich mich konzentriert habe in den letzten Wochen. Und die jetzt halt erstmal vertieft werden müssen im Nervensystem. Aber besonders das wirklich mit den Ellbögen, das ist gerade mindblowing, was das für einen Unterschied macht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Und ich habe jetzt auch bei jedem Satz wieder was in den Schultern an Schmerzen gespürt. Also auch schon bei den Aufwärmsätzen, so chronisch ist das gerade schon. Aber jetzt, wo ich mich wirklich hart darauf fokussiert habe, die nicht rauszufallen, wo es trotzdem passiert ist, aber nicht zu einem so hohen Grade, habe ich gemerkt, dass, obwohl jetzt mehr Gewicht drauf ist als in den Sätzen davor, dass die Schulter nur ungefähr 30, 40% des Schmerzes danach, also die hat nur 30 bis 40% so geschmerzt, so viel geschmerzt wie bei den Sätzen davor. Genau. Und das dauert dann halt teilweise wirklich bis zu 5, 6 oder auch 7 Tage, bis die Schulter dann wieder einsatzfähig ist. Deswegen gibt es momentan auch nicht so viele Bankvideos. Ich habe dann halt dreimal am einen Tag sogar Bankdrücken gemacht. Und dann auch wieder 3 Tage später. Aber dann musste ich wieder eine Woche oder 6 Tage ausruhen. Genau. Nächstes Mal werde ich dann mit, ich denke, 120 oder 125 Kilo. Das Versuch mit dem Elbow Flare zu lernen, einzubrennen ins Nervensystem. Weil ich weiß ja, wie die Übung ausgeführt wird und was ich zu tun habe, nur das ist halt nicht drin im System. Und das System trickst mich halt auch oft aus, dass sich das dann halt so anfühlt, als würde ich es so machen, wie ich mir das vorstelle und wie die Leute das sagen. Dann gucke ich aber aufs Video und jedes Mal ist das irgendwie ganz anders. Das hat auch noch so eine Geschichte. Genau, bevor ich mich zu sehr verquatsche, machen wir mal Schluss.